Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir spielen noch eine Runde Gold Rush. Ich glaube, das wird jetzt erstmal bis zum Update die letzte Folge werden. Lasst uns noch ein bisschen baggern. Denn viel gibt es nicht. Ja, wir könnten jetzt noch so lange weiterspielen, bis wir die anderen Claims freischalten. Aber die sehen ein bisschen anders aus optisch, aber grundsätzlich mal ist es dasselbe. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, machst du noch eine Folge, bisschen quatschen, bisschen baggern noch und dann ist das gut. Ja, weil allzu viel tut sich hier nicht mehr. Wir könnten noch so weit aufrüsten, dass wir das Förderband kaufen und den mit dem Kipper beladen. Die Goldwaschanlage, ja, das ging etwas schneller, aber naja. Allzu sehr viel spannender wird oder wäre es dann natürlich auch nicht mehr. Nun gut, aus diesem Grund habe ich mir gedacht, werde ich mich anderen Projekten widmen. Ja, die Reihe lief momentan sehr gut. Wir haben ein paar Stunden zusammen verbracht. Es hat echt Spaß gemacht, aber jetzt ist die Luft raus aus dem Spiel. Ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, noch eine Special-Folge vielleicht, in der ich nochmal komplett aufrüste, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Ja, wenn nicht, dann belassen wir es dabei. Aber wenn ihr wollt, haue ich noch eine Folge raus, meinetwegen größten Claim, volle Ausstattung. Ich habe ja noch einen zweiten Speicherstand, den ich privat gemacht habe. Da bin ich ein Stückchen weiter und dann kann ich euch auch die letzten Gerätschaften zeigen, beziehungsweise wenn das Add-on rauskommt, über den Account auch die großen Sachen kaufen. Beim Add-on steigen wir natürlich direkt wieder ein, zu sehen, was es da Neues gibt, was es da Schönes gibt. Aber jetzt aktuell habe ich schwer Bock, noch ein bisschen Minecraft zu spielen. Mal gucken, vielleicht noch irgendwas anderes. Noch eine Folge der Billions raus, vielleicht noch mal ein Neustart bei Transport Tycoon oder ähnlichem auf dieses Städtebauspiel, ich habe den Namen vergessen, City Skylines, genau, City Skylines, vielleicht mal anfangen, da was spielen, auch bestimmt ganz toll. Ja, wenn ihr spezielle Wünsche habt, schreibt es mir doch ruhig in die Kommentare. Schreibt mich an. Sagt Bescheid, auf was ihr Bock habt. Das sind so meine Vorschläge aus dem Bauch heraus. Ihr könnt auch gerne ein paar eigene Vorschläge da lassen, wenn ihr wollt. Ich bin da immer offen. Voilà. Für ja, neue Tipps, neue Spiele. Ich fuchse mich da gerne rein. Oder vielleicht mal was ganz anderes. Ein Horrorspielchen und dergleichen. Ja, wie gesagt, das mit dem Livestream wird auch immer konkreter. Der Schritt vor die Kamera quasi, demnächst dann mit Bild. Wenn ihr das denn wirklich sehen wollt. wenn ihr den Anblick ertragen könnt, dann haue ich natürlich auch gern mal ein Kamerabild mit raus. Das werden wir als nächstes, das ist mein nächstes großes Ziel. Ich habe mal Bock, einen Stream zu machen. Ich weiß noch nicht genau wo, ob wir auf Twitch gehen oder hier bei YouTube. Das wird sich sehen. Ich habe da noch keine Erfahrung mit, was besser ist. Twitch fühlt sich so auf den ersten Klick besser an. Aber ob das wirklich das Richtige ist, weiß ich noch nicht. Werde ich ausprobieren. Wenn ihr da Erfahrungen habt, könnt ihr ja gerne mal mir Bescheid sagen. Jo. Sonst bleibt mir nur zu sagen, bei dem Spiel Arbeiter hier einzustellen ist sinnlos. Die Jungs, ich bagger hier jetzt schon, ich habe mir gedacht, okay, ich bagger schon etwas länger rum. Puste die Folge hoch, aber jetzt ist es, fühlt sich das hier wie Timesync an. Also hier kommst du nicht voran. Du baggerst dir hier die Schaufel wund.
Und kommst halt nicht besonders weiter. Allein bis man hier hinten diese 20.000 Siebe gefüllt hat. Ich habe noch nicht einmal die Anlage gereinigt, noch nicht einmal geguckt, was wir rausgekriegt haben. Ich war jetzt so bei 70% und habe ich mir gedacht, komm, egal, starte halt mal die Aufnahme, hau mal raus. Mal einfach, lasst uns das noch einmal zusammen machen. Die Folge wird auch sicherlich kürzer, wie für gewöhnlich. Ja, und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, dass das Add-on cool wird, dass da vielleicht, dass es sich ein bisschen mehr einfallen lassen, wie einfach diese 5 neuen Maschinen, die es gibt. Sondern halt vielleicht auch mal ein bisschen was anderes raushauen hier. Das fände ich echt schön, weil das Spiel hat echt Potenzial. Da kann man noch ordentlich was machen. Jo, ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, und dass man sich dauernd festfährt. Und wenn du raus bist, ist die Schaufel wieder leer. Das ist, also von der Steuerung der Maschinen her, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, vor allem mit dem Joypad, geht es eigentlich ganz gut. Der Radlader hier ist wirklich mühselig zu spielen. Die Hin- und Herfahrerei ist ganz witzig, aber nach 2 Stunden hat man auch keine Lust mehr. Und ja, so geht es mir halt im Moment. Ich finde es halt momentan mühselig und wenn ich anfange, ein Spiel mühselig zu finden, nee, dann haue ich lieber raus, auf was ich Bock habe. Dafür ist meine Zeit zu kostbar und eure vor allen Dingen auch. Deswegen werden wir jetzt gleich mal einen sogenannten Cleanout machen. Auch wenn wir hier unten jetzt erst 79% haben, werden wir trotzdem einen Cleanout machen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich jetzt eh nicht mehr groß weiter baggern möchte. Ich will mal gucken, was dabei jetzt rumgekommen ist. Jetzt machen wir erstmal das Geklapper aus, weil die Geräuschkulisse hier schon ganz schön, ja, nervig würde ich nicht sagen, aber es geht an die Substanz auf Dauer. So, jetzt müssen wir aber, sonst läuft hier ununterbrochen Wasser raus, ist auch nicht so schlimm, aber machen wir mal hier aus. Ah ne, können wir ja gar nicht. Dann müssen wir den Kollegen hier zwischenklemmen. Ach, egal. Dann läuft da halt Wasser raus. So, einmal. Lass mal schauen. Out. Das Ding ab. Und das Ding dran. So, dann hat der nämlich auch Strom. Den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht. Gut. Dann würde ich sagen, hier haben wir schon das Wasser abgeschaltet. Dann machen wir das hier auch mal aus. Wunderbar. Das Geplätscher geht mir nämlich auf den Keks. Dann fangen wir mal an. Und zwar hier oben. Mit den Fliesen halt, ich brauche nicht wieder festbacken, bitte nicht festbacken. So, ich brauche einen Eimer mit Wasser, sonst funktioniert das nicht. Ja, hier ist natürlich keiner. Da müssen, das ist auch so ein Ding. Also, überall läuft hier Wasser raus, wie verrückt, aber du kannst kein Wassereimer füllen. Du musst wirklich zum Fluss laufen. Und das Ding hier ins Wasser halten. So. Ich hoffe, naja gut, alle werden wir nicht ausklopfen können. Ne? Wir werden sehen. Gut. Einmal, ja, wo muss man immer hier hin? Nee, komm her. Hierhin. Der Einfachheit halber. Mal gucken, ob hier Gold drin ist. Ich denke schon. Dann
schütten wir das mal hier rein. Oh ja. Der erste Eimer. Guckt euch das mal an hier. Der zweite Eimer. Da sind wir bei 350. Das Ding ist schön am Laufen. So, dann nehmen wir die Dinger. Nicht schon wieder daneben. Machen die einmal sauber. Zack, und der nächste. Und was haben wir hier? Hat aufgehört. Ja, wir haben bei 205 gestartet. Nimmst du das Ding jetzt an? Wir haben bei 205 gestartet und sind jetzt bei 519. Ihr seht, wir haben hier mehr Gold gemacht als auf der ganzen Zeit die zwei Arbeiter zusammen. Die haben es auf 200 Gramm gebracht. Wir haben schon mit den ersten beiden Eimer mehr gemacht. Also ich glaube nicht, dass man da mal überhaupt mal die das Geld von den Leuten rauskriegt. Also ich glaube schon, dass die teurer sind, wie die ganze Sache wert ist. So. Er backt schon wieder fest. Das sind so Dinge, wo ich hoffe wirklich, dass das gefixt wird, weil das ist so unglaublich nervig auf dieser Treppe. Jedes Mal. Seht ihr? Hingelaufen, reingerutscht und, ich komme nochmal raus, oder? Ja. Und festgebackt. Und auf die Entfernung kommst du nicht an die Dinger hier dran. Du musst wirklich hier raus. Dann ist der Pfosten hier im Weg und du steckst schon wieder fest. Dann müssen wir das wegwerfen und dann können wir uns wieder bewegen. Du brauchst klares Wasser. Okay, also noch einmal hier reingeschüttet. Und dann beobachten wir mal 100 Gramm Gold. Und komm schon, dass wir Lotto spielen oder im Automat zu spielen hier. 160, 170. 177 Gramm, ja, 170 Gramm knapp. Das ist jetzt nicht die Welt. Einmal klares Wasser. Dann das Mining Moss. Hauen wir jetzt einfach mal hier raus. Oh, haben wir eins mittendrin genommen. Naja, dann lasse ich das mal hier liegen. Dass ich hier nicht durcheinander gerate. Wo ist es? Will er mich verarschen? Ich die Dinger nicht in die Hand nehmen. Wo sind die jetzt hingebackt? Da sind sie. Einmal. Auf die Idee hätte ich natürlich auch früher kommen können, die Dinger erstmal hier runter zu werfen. Auf die Idee hätte ich wirklich früher kommen können. So, und der letzte. Den nehmen wir so mit. So, mal gucken, wie viel wir davon geklärt kriegen, bevor der wieder nach klarem Wasser schreit. Zack. Da ist noch einer. Zack. Und noch zwei. Das ist doch nicht dem sein Ernst. So. Gucken wir mal, was wir hier rausgekriegt haben. Oha, ja, da hing schon deutlich mehr Gold drin. Boah. Okay, also das ist das Ding, was sich rentiert. Die unteren.
Ja, ist ein nettes Beibrot. Wenn man die eh hat, kann man die mitnehmen. Nochmal so die letzte Filterung. Nimmt man nochmal mit. Aber wirklich, wirklich interessant scheint es nicht zu sein. Also, die Dinger hier oben drin sind das, was das Geld bringt. So. Also ich glaube, so vom Gefühl her, wenn wir das ja noch auskippen, lass mal gucken. Ja, komm. Aber schaffen wir die? Oh, das Hinsetzen hier. Och, wie enttäuschend. Kurz vor den 2 Kilo hat er aufgehört. Ja. Schade aber auch. Ich dachte, wir schaffen wenigstens die 2 Kilo noch. Dann machen wir hier mal aus. Und hier mal aus. Haben wir alles. Das Wasser drückt noch durch, dann ist wahrscheinlich das Ding hier oben noch an. Ja, ich würde sagen, wir geben das Zeug nochmal ab. Machen ja. Beenden den Cleanout mal komplett. So, aber ohne Tankwagen. Und dann eiern wir gemeinsam nochmal zurück in die Stadt. Motor an. Andere Sicht. So, andere Sicht. Und dann düsen wir nochmal schnell mit dieser Eierpfeile in die Stadt zurück. Ich hasse dieses Auto. Also das ist wirklich, das ist Hass aus tiefster Seele. Dieses Scheißding. Diese Steuerung. Sobald du über 60 km/h kommst, fängt er an zu tanzen und macht einen Abflug. Ich meine, wieder bin ich zu blöd, dieses Auto zu fahren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. So. Da wir gerade. Halt, nein, das wollte ich doch gar nicht. Da wir gerade von Autofahren reden. Wenn ihr Bock habt. So ein Autorennspiel. Da hätte ich. Ja, das würde bestimmt auch mal bocken. Da muss ich mal überlegen, was man da nehmen könnte. Vielleicht was über die PS4. Ich habe auch einen schönen Rennsimulator mit Lenkrad und allem drum und dran. Aber da bietet sich ja die Kamera, denke ich, nochmal um ein Vielfaches an. Wenn das dann ist, dass man eine schöne Aufnahme so von Pedalen, Lenkrad und Ähnlichem machen kann. Das ist bestimmt eine super Sache. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt toll. Vor allem auf dem Livestream habe ich halt richtig Bock, mal direkt mit Leuten zu interagieren. Und mal so ein direktes Feedback zu den Spielen und zu allem anderen zu bekommen. Ich weiß, dass das Auto wegrollt. Ist mir jetzt aber auch egal. So, Goldschmelzen. Da ist er. Jo, wo willst du denn hin? Jo. Dann laufen wir die halt hinterher. Und einmal fallen lassen. Zack. Schade, das Motorrad hätte ich gern. Motorrad wäre bestimmt auch cool. Sowas sollten die mal mit einbauen. Wenn man einfach mal nur in die Stadt will, um, wie gesagt, Gold wegzubringen, wäre das Motorrad ja auch geil. Oder auch, wenn man sich einen größeren Truck kaufen könnte oder was weiß ich nicht. Sowas in der Himmelsrichtung. Mal gucken, ob wir genug Geld bekommen. Ich glaube es nicht. Oh, dieses Auto, ja, du bleibst jetzt hier stehen. Geh doch, sterb doch da hinten. Das ist mir jetzt egal. Nee. Nein. Okay. Mein Auto ist despawned. Das ist. Oh, es ist durchgepackt durch das andere Auto. Das ist ja spannend. Komme ich hier jemals wieder raus?
Tatsächlich. Also das hätte ich jetzt echt nicht geglaubt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier nochmal rauskommen. Der ist einfach durch dieses Auto durchgebackt. Echt witzig. So, ich mache den Motor aus, weil ich habe keinen Bock, zum Claim zurückzulaufen später und einen Reservekanister zu holen. So. Dann verkaufen wir doch mal unser Goldbarren. Ja, anklicken, verkaufen, Kredite, abbezahlen. So. Also, in-game, gute 2 Tage Arbeit. In echtem Leben waren es dann doch. Ja, ich weiß es gar nicht jetzt. Ich bin fast überfragt, wie lange waren das jetzt? 2 Stunden. Ja, sicherlich 2 Stunden Bagger fahren. Ja, 2 Stunden mit dem Radlader durch die Gegend zu eiern, anderthalb, 2 Stunden, so in dem Rahmen, bringt uns 70.000. Das heißt, grob überschlagen, also 6, 8 Stunden baggern. Da sage ich aber leider, sorry, nein. Ihr seht, es wird groß, es wird dick, wir kriegen ein paar coole Sachen, interessante Gerätschaften, wo mir jetzt auf den ersten Blick nicht einleuchten, wozu sie gut sind. Jo. Gut, meine Lieben, mit dem Blick auf das Frankensteins Monster möchte ich mich vorerst aus dieser Folge verabschieden. Vorerst aus diesem ganzen Spiel verabschieden. Wir greifen wieder an, wenn das Addon draußen ist, versprochen. Dann sind wir direkt am, ja, ich hoffe, dass ich es zum Release-Tag bzw. kurz danach schaffe, die Folgen rauszuhauen. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für die vielen Klicks. Für meine Verhältnisse war das mit die bestlaufende Serie. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu bei anderen Projekten. Habt daran genauso viel Spaß. Nun, dann würde ich sagen, macht es gut. Ich wünsche euch was. Bleibt sauber. Wir sehen uns in den nächsten Aufnahmen wieder. Wir hören uns. Wir sehen uns demnächst. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.